Herzlich willkommen zu unserer zweiten Live-Session zum Thema Kommunikation und Präsentationstechnik. Wir waren letztes Mal stehen geblieben bei den Grundlagen oder beziehungsweise die Grundlagen haben wir abgearbeitet, Grundlagen der Kommunikation, aber das Kapitel ist nochmal unterteilt in weitere Abschnitte und wir wollen uns zunächst mal beschäftigen jetzt mit der Frage, warum ist Kommunikation eigentlich so wichtig? Was macht Kommunikation zu so einem entscheidenden Erfolgsfaktor? Und das gucken wir uns jetzt mal an. So. Das sind globale Zahlen. Man sollte einen da nicht festnageln, irgendwie auf die eine oder andere Prozentzahl. Aber Fakt ist letztendlich, dass 80% des Tages wir in irgendeiner Form kommunizieren, beruflich oder privat. Das Entscheidende steht aber zwei Bullet Points drunter. 75% der Arbeitszeit eines Top-Managers, weiblich oder männlich, ist Kommunikation. Kommunikation ist deshalb von entscheidender Bedeutung für den beruflichen Erfolg, für den privaten sowieso, aber auch für den beruflichen Erfolg, weil je weiter ich nach oben komme in der Unternehmenshierarchie, egal bei welchem Unternehmen, völlig unabhängig von der Branche, desto wichtiger werden sogenannte überfachliche Qualifikationen. Was ist damit gemeint? Überfachliche Qualifikationen sind zum Beispiel Präsentationstechnik, Kommunikation, Verhandlungsführung, Projektmanagement, Fähigkeiten. All das sind überfachliche Qualifikationen, Soft Skills, die nicht an ein bestimmtes Fachgebiet gebunden sind. Wichtig ist natürlich auch ihre technische Kompetenz, ja, aber das ist eher so die Eintrittskarte. Jeder hat ja irgendwie was studiert oder eine Ausbildung gemacht und ist demzufolge Experte in Sachen, weiß ich nicht, Maschinenbau oder Oberflächenspannung oder Statistik oder Buchhaltung oder Betriebswirtschaftslehre, Marketing, Ingenieurswissenschaften spielt letztendlich keine Rolle. Aber wenn ich nachher weiterkomme im Unternehmen oder mein eigenes Unternehmen habe, was ich vielleicht führe mit unterschiedlichen Abteilungen, je weiter ich ins Top-Management vorrücke, desto mehr Menschen muss ich ja letztendlich führen und desto mehr Aktivitäten muss ich letztendlich koordinieren und bündeln und Menschen muss ich motivieren und intrinsisch motivieren nochmal dazu. Das heißt, umso weniger wichtig werden meine technischen Fähigkeiten, meine funktionalen Fähigkeiten, das, was ich studiert habe, meine Fachkompetenz. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe, zumindest habe ich es in der englischen Vorlesung erzählt. Unser ehemaliger nee, Marketingleiter der Shell, das war ein promovierter Physiker. Also der hatte überhaupt nicht BWL studiert oder so, das war ein promovierter Physiker. Der hatte im Prinzip Marketing. Ich sage nicht keine Ahnung von, aber er hat es nicht studiert, er hat sich auch da nicht besonders irgendwie eingelesen, aber er war eine herausragende Führungskraft. Seine Kompetenz bestand eben im überfachlichen Bereich. Er war wunderbar darin, out of the box zu denken. Konzeptionelle Intelligenz hat er mitgebracht. Also er hat immer dieses große Bild gesehen und war in der Lage, die Fachkompetenz von verschiedensten Bereichen zu bündeln, um Unternehmensziele zu erreichen. Deswegen ist die Kommunikation so wichtig. Ich halte sogar die Kommunikation oder Verhandlungsführung, all das, was damit einhergeht, für essentieller in Bezug auf Karriere als jegliche Art von fachlicher Kompetenz, von Expertenwissen. Nochmal, warum ist das so? Weil im Endeffekt kommt es nachher darauf an, natürlich müssen, das ist eine Grundvoraussetzung, müssen Sie eine gewisse Sache gut können, aber im Endeffekt kommt es nachher darauf an, dass Sie in der Lage sind, über verschiedene Hierarchieebenen hinweg, idealerweise, wenn Sie im internationalen Unternehmen operieren, natürlich über Kulturkreise hinweg, Menschen zu koordinieren, zu motivieren, einzubinden, einzuschwören auf gemeinsame Ziele, die es dann natürlich zu erreichen gilt. Und das ist eine große Kunst. Ineffektive Kommunikation ist demzufolge Ursache für Informationsverlust, ja, aber vor allen Dingen auch, nicht nur im Dienstleistungsbereich, 80% der verloren gegangenen Geschäfte. Aber auch, ich gehe einen Schritt weiter, wenn ich ineffizient kommuniziere oder suboptimal kommuniziere, führt es auch dazu, dass letztendlich Mitarbeiter nicht nur nicht motiviert sind, intrinsisch gesehen, sondern auch demotiviert sind und ich nachher dann schnell zu diesem 9-to-5-Job komme. Das heißt, die Menschen brennen nicht mehr so sehr für das, was sie tun. Sie identifizieren sich nicht mit dem Arbeitgeber. Und in der Tat zeigen ja die letzten Erhebungen des Gallup-Institutes, dass es hier um die sogenannte emotionale Bindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ihr Unternehmen, an den Arbeitgeber, nicht zum Besten bestellt ist. Also, mehr als zwei Drittel sagen, ich habe keine oder nur eine sehr geringe emotionale Beziehung zum Arbeitgeber. Also, ob ich jetzt für die Bank A oder die Bank B oder die Bank C arbeite, ist mir eigentlich relativ egal. Oder ob ich für das Unternehmen D arbeite. Ja, Hauptsache, ich verdiene genug Geld. Hauptsache,
ich kann da einen guten Job letztendlich machen. Und das ist ein bisschen schade, weil je mehr die intrinsische Motivation da ist bei den Menschen, das kennen sie selbst, desto herausragende Dinge können sie irgendwie erreichen. Und diese intrinsische Motivation, die kann ich natürlich auch ein Stück weit evozieren, indem ich entsprechend klug kommunizieren kann. Warum ist aber Kommunikation so schwierig? Ich meine, wir können ja alle reden, aber die Kommunikation ist deshalb so schwer, weil, wie der gute Goethe gesagt hat, jeder nur hört, was er versteht oder was er verstehen will. Die Menschen, und das hatten wir ja gesagt, als wir uns letzte Woche beschäftigt haben mit dem Konstruktivismus und der kognitiven Dissonanz, wir suchen immer nach Affirmation, wir suchen immer nach Bestätigung, dass wir gut aussehen, dass wir intelligent sind, dass wir die eine richtige Meinung haben, dass wir differenziert analysieren können und so weiter und so fort. Nochmal, unsere Erwartungen und unsere Erfahrungen beeinflussen unsere Wahrnehmung. Nochmals. Unsere Erwartungen, unsere Erfahrungen determinieren unsere Wahrnehmung. Also wir nehmen die Welt immer aus der gleichen Perspektive heraus wahr. Ja, wir haben dieses Schubladendenken. Das braucht man auch ein gewisses, zum gewissen Grad, einfach um Dinge zu kategorisieren, zu katalogisieren, um den Überblick zu behalten. Viele Menschen sind aber nicht bereit, irgendwo jemanden mal wieder aus der Schublade rauszunehmen, ob das jetzt eine Person ist oder auch eine, wie gesagt, politische Partei oder ein geschichtliches Ereignis oder ein Fußballverein oder ein Celebrity. Spielt überhaupt keine Rolle, wer es auch immer ist. Und in den anderen Schubladen zu schicken und sagen, Mensch, da habe ich mich geirrt. Deswegen gilt auch ein Bonmot, das sagt, das hat mal ein Beeinflussungspsychologe geschrieben, Professor Cialdini, ein berühmter Soziologieprofessor, der das Buch Die Kunst der Beeinflussung geschrieben hat. Darüber werden wir uns auch noch unterhalten. Und er hat gesagt, jeder ist bereit, seine Meinung zu ändern, solange er sich noch nicht geäußert hat. Das ist eigentlich so ein toller Spruch irgendwo. Ich bin ja sowieso ein Fan von so Glückskekssprüchen. Nochmal kurz zum Mitschreiben. Jeder ist bereit, seine Meinung zu ändern, solange er sie noch nicht geäußert hat. Ist doch großartig. Und wenn ich eine Meinung äußere, insbesondere vor anderen, vor Höhergestellten oder auch Gleichgestellten, was tue ich damit? Ich schaue mir in die Chats hier. Was mache ich denn damit? Hat jemand eine Idee? Also wenn ich jetzt sage, Mensch, ich halte das für richtig. Ja, ich hält mich fest. Genau. Und was tue ich damit auch? Dann halte ich auch daran fest, ja. Auch wenn ein anderer sagt, nee, das ist nicht so und ich sehe das ja völlig anders oder so, dann suche ich nach Argumenten, die meine ursprüngliche Meinung oder das, was ich gesagt habe, irgendwie untermauern, manifestieren. Das nennt man in der Psychologie, nennt man das Commitment. Haben Sie vielleicht schon mal gehört, ne? Klar, Anglizismus. Committed, ne? Ich habe mich committed zu etwas. Ich habe mich bekannt zu etwas, im wahrsten Sinne des Wortes, wie so eine Art Religion, ja. Ich habe mich zu dieser Religion bekannt. Ich habe mich committed dazu, dass ich Trump nicht mag oder dass ich Trump mag oder was auch immer, ja. Und dann halte ich irgendwo daran fest. Und deswegen gilt dieser Satz einfach. Jeder ist bereit, seine Meinung zu ändern, solange er sie noch nicht geäußert hat. Das werden wir nachher nochmal aufgreifen. Ja, man nimmt eine Position, ein Team, eine Haltung an, richtig, Team. Dieses Team-Prinzip steckt da irgendwo drin. Und daran hält man einfach fest. Und das verteidigt man einfach. Weil jeder Angriff auf diese Haltung, was ist ein Angriff auf das Selbstwertgefühl? So muss man das sehen psychologisch. Und deswegen verteidigen wir das, weil wir unser Selbstwertgefühl natürlich nicht beschädigt wissen wollen. Und der zweite Satz hier, Mark Twain, großartig, ein Genie. Wir lieben die Menschen, die frisch heraussagen, was sie denken, vorausgesetzt, sie denken das Gleiche wie wir. Großartig. Was machen die Menschen nämlich, die denken wie wir? Was machen die? Was tun die psychologisch? Ja, sie bestätigen uns. Und hier haben wir wieder, genau, Recht geben. Das ist im Prinzip jetzt wieder diese Affirmation. Und danach suchen wir. Deswegen gilt auch der Satz, gleich und gleich gesellt sich gern. Gegensätze ziehen sich an, stimmt vielleicht auch ein bisschen, aber nicht langfristig gesehen. Wir suchen immer nach der Bestätigung. Also, Entschuldigung. So, das Essentielle bei der Kommunikation oder was Kommunikation so schwierig macht,
ist, das hatten wir ja schon mal gesehen, bei der Grafik mit den Delfinen und mit dem Paar. Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten der Wahrnehmung, aber meine Wahrnehmung muss nicht immer die einzig richtige sein. Wer ist im Recht, ja? Person A oder Person B? Das kommt immer darauf an, auf die Perspektive. Das ist ein tolles Cartoon, was ich hier aufgesammelt habe. Eins meiner Lieblingscartoons irgendwo. Die Fähigkeit nachher, die Perspektive des Gesprächspartners einzunehmen und die Welt aus seiner Sichtweise heraus zu begreifen, das ist der zentrale Erfolgsfaktor. Das hat uns Henry Ford gelehrt. Henry Ford hat viele intelligente Dinge gesagt. Und Ford hat gesagt, das größte, oder wenn es ein Geheimnis für Erfolg auf diesem Planeten gibt, wenn es nur ein einziges Geheimnis des Erfolges gibt auf diesem Planeten, dann ist es dies, privat wie beruflich, ja, in der Lage zu sein, sich in die Position des anderen zu versetzen und die Welt aus seinem Blickwinkel heraus zu betrachten. Das hat Henry Ford gesagt. Wer kennt die Netflix-Serie Narcos? Wer hat das gesehen bei Netflix? Schon ein bisschen älter, also ein Klassiker. Haben Sie gesehen? Ist bekannt, ne? Narcos. Über den Pablo Escobar. Über den Drogenbaron. Karl hat es gesehen, ein paar andere wahrscheinlich auch. Erste zwei Staffeln. Ziemlich populär. So, jetzt die Frage. Wie hat er sich selbst gesehen, der Pablo Escobar? Hat er sich selbst als Mörder gesehen? Hat er sich als Verbrecher gesehen? Wie hat er sich selbst wahrgenommen? Als Retter? Ja, wieso? Wie kann das eigentlich sein? Wie kann sich jemand als Retter selbst wahrnehmen, wo er doch nachweislich für den Mord von vielen, vielen Hunderten und Tausenden von Menschen verantwortlich war? Wie ist das möglich? Naja, er hat im Prinzip so wie bei dem Cartoon letztendlich einen eigenen Blick auf die Welt und auch auf sich selbst gehabt. Ne? Er hat sich auch von sich selbst ein Bildnis gemacht und dieses Bild musste nicht immer mit der Wahrnehmung von anderen irgendwie übereinstimmen. Das Interessante ist, wenn man jetzt mal die Dokumentation guckt, da kann ich nur darauf hinweisen, kann ich nur empfehlen, müssen Sie mal bei YouTube oder wo auch immer suchen im Internet. Es gibt eine Dokumentation über das Making-of von Narcos und da wird auch gezeigt, dass bei der Beerdigung von Pablo Escobar Hunderttausende von Menschen höchst betrübt waren, weil der wurde von vielen Menschen auch als Held gesehen in Kolumbien. Auch über Kolumbien hinaus. Warum? Was hat er auch gemacht? Die haben natürlich auch, ja genau, weil er Geld im Umlauf gebracht hat. Das ist genau richtig. Hat er gemacht. Er hat aber auch Spielplätze gebaut, Fußballplätze gebaut. Er hat arme Menschen unterstützt. Ich sage nicht, dass er deswegen guter Mensch war. Was ich damit sage ist, für einige ist er ein Held, für andere ein Verbrecher. Es kommt immer auf den Blickwinkel an. El Capone hielt sich für einen guten Menschen. El Capone hielt sich für einen guten Menschen. Das können Sie in seiner Autobiografie nachlesen. Das ist interessant. Was lehrt uns das? Was nehmen wir hier mit für die Kommunikation, für Verhandlungsführung? Es lehrt uns, immer auf die Perspektive des anderen zu schauen. Wir können das ein bisschen philosophischer betrachten. Wenn man jetzt Platos Höhlengleichnis sich nochmal vor Augen führt, sind die Menschen in einer Höhle an die Wand gekettet und sie sehen nur den Widerschein, den Schatten, die Umrisse von Figuren, von Tieren, von Dingen, die außen an der Höhle an so einem Feuer vorbeigezogen sind. Das heißt, sie sehen nicht die wirkliche Welt. Das halten sie aber für die wirkliche Welt. Und Kierkegaard, Hegel und die ganzen Philosophen, die haben dieses Bild bemüht, dass wir alle so eine Art Brille tragen. Man kann das vielleicht mit einer einfachen Analogie nehmen, indem man sagt, okay, wir haben alle eine Brille auf mit unterschiedlichen Farben. Ich habe vielleicht eine blaue Brille, der eine hat eine grüne Brille auf und für mich ist die Welt halt blau, für den anderen ist sie grün. Und die große Kunst in effektiver Verhandlungsführung, in effektiver Kommunikation besteht einfach darin, die eigene Brille abzusetzen und in der Lage zu sein, ein Stück weit die Brille des anderen aufzusetzen und sagen, ach, jetzt verstehe ich, so siehst du das also, okay, prima. Weil nur wenn ich in der Lage bin, den anderen zu verstehen und weiß, was der andere will, nicht nur explizit, sondern vor allen Dingen auch implizit, dann bin ich in der Lage, letztendlich meine Kommunikation bestmöglich auf den anderen zuzuschneiden. Das ist das Geheimnis. Das ist das, was den Erfolg letztendlich ausmacht. Ja? Und dafür
Das kann ich auch nicht so einfach lernen. Dafür muss ich irgendwo berufen sein. Ich erzähle dazu meine Geschichte. Ich habe ja, weiß nicht jetzt, ich habe aufgehört zu zählen, 40 Bücher irgendwie geschrieben und Artikel. So, und eins meiner ersten Bücher, das war Grundlagen der allgemeinen BWL. Das haben wir ich glaube, bei Springer geschrieben. Ja, bei Springer haben wir das veröffentlicht. So. Und dann bekam ich eines Tages, viele Jahre ist es her, eine E-Mail und die ging etwa so. Hallo, Herr Opresnik, ich musste mir leider auf Anraten meiner Professorin Ihr Buch kaufen und ich muss sagen, so einen Schrott habe ich noch nie gelesen. Auf der ersten Seite findet sich bereits ein Kommafehler, auf der zweiten Seite fehlt ein Fragezeichen und auf der dritten ein Gedankenstrich. Wie können Sie es wagen, ein solches Buch zu publizieren? Ich bereue jeden Cent, den ich für das Buch ausgegeben habe. Das ist eine absolute Frechheit. Haben Sie noch einen schönen Tag oder sowas? Ich weiß es nicht. Es war so salopp formuliert. Ich sage nicht unterhalb der Gürtellinie, aber relativ einfach formuliert. In dieser E-Mail steckten selbst ein paar Fehler. Aber letztendlich sei es drum. Was kann man machen? Man kann natürlich dann sagen: Ach Gott, ja, was soll's? Trolle kommen im Internet vor, die kommen auch mal in der E-Mail vor. Also, wenn jemand dir so eine E-Mail schreibt, kannst du einfach löschen, wenn sie nicht automatisch in den Spam gegangen ist. Man kann sagen: Man kann das entgegnen, man kann zurückschreiben und sagen: Hören Sie mal, gucken Sie mal auf Ihre eigene Orthografie. Hier sind mindestens 6 Fehler drin in der E-Mail. Jetzt hören Sie mal auf, ne? Oder man kann versuchen, diese Henry Ford, Geschichte zu applizieren. Und ich antwortete in etwa wie folgt. Ich habe die Mail noch, aber kann sie jetzt nicht raussuchen. Ich antwortete in etwa wie folgt: Sehr geehrter Herr Müller, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir persönlich zu schreiben. An Ihrer Stelle wäre ich ebenso enttäuscht. Sie können natürlich als Leser ein fehlerfreies Buch erwarten und ich bedauere, dass dies offenbar bei unserem Werk nicht der Fall ist. Dies liegt daran, Gedankenstrich, dies ist keine Entschuldigung, sondern vielmehr eine Erklärung, dass infolge des Krankheitsfalles im Lektorat eine ordnungsgemäße Proofreading-Konzeption nicht durchgeführt werden konnte, zumal der Verlag darauf drängte, das Buch noch schnell vor dem Wintersemester zu publizieren. Dies bedauern wir außerordentlich. Wenn es Ihre Zeit erlaubt, Gedankenstrich, und Ihre E-Mail zeugt davon, dass Sie ein gewissenhafter Leser sind, Gedankenstrich, würde ich Ihnen vorschlagen oder würde ich Sie bitten, mir wöchentlich sonstige Fehler, die Ihnen im Laufe der weiteren Lektüre auffallen, schriftlich mitzuteilen. Als kleine Entschädigung erhalten Sie selbstverständlich, wie ich den Verlag schon gerade eben angewiesen habe, 5 kostenlose Exemplare des Buches für Sie und Ihre Kommilitonen. Und ich würde Sie darüber hinaus gerne im Vorwort der zweiten Auflage des Buches, Gedankenstrich, welches mit Ihrer Hilfe dann hoffentlich fehlerfrei zustande kommt, Gedankenstrich, erwähnen dürfen. Vielen Dank nochmals für Ihre Zeit und haben Sie einen schönen Tag. So. Das dauerte keine 5 Minuten, dann schrieb er zurück: Sehr geehrter Herr Professor Dr. Opresnik, zunächst einmal möchte ich mich entschuldigen. Ich schäme mich für mein Verhalten und für meine Ausdrucksweise. Ich war nur so enttäuscht, weil ich ein fehlerfreies Werk irgendwie erwartet habe und gleich auf der ersten Seite einen Kommafehler gefunden habe. Selbstredend nehme ich Ihr großherziges Angebot an. Das Buch zu lektorieren hinsichtlich der Orthographie her und werde Ihnen jede Woche entsprechende Passagen mitteilen. Vielen Dank auch für das großzügige Angebot, im Vorwort der zweiten Auflage Erwähnung zu finden, was ich hiermit annehme. Ich habe das Buch allen meinen Kommilitonen zur Lektüre empfohlen und meine Ein-Sterne-Bewertung bei Amazon in eine 5-Sterne-Bewertung umgeändert. Ich bitte nochmals um Entschuldigung für mein unangebrachtes Verhalten und würde mich freuen, wenn wir in Zukunft zusammenarbeiten könnten. Hochachtungsvoll, Ihr Max Mustermann. Das Interessante ist, das Coole ist, der redigiert noch heute alle meine Bücher. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ist es cool oder nicht? Ich meine, es hilft irgendwie in dem Moment überhaupt nicht, wenn ich zurückschlage und sage: Hier, mein Gott, Sie sind ein Idiot und mäßen Sie sich. Und das kommt aus dem Impuls heraus und das ist wahrscheinlich menschlich, aber das hilft einfach nicht. Jeder will eigentlich im Prinzip immer nur dasselbe. Wir wollen alle dasselbe. Wir wollen alle dasselbe. Wir wollen alle einfach nur anerkannt werden. Ja? Recognition.
erkannt werden, anerkannt werden. Und da steckt einfach diese Affirmation drin. Und dem anderen das zu verwehren oder auch seinen Standpunkt anzugreifen und für sich zu reklamieren, die einzig richtige Perspektive zu haben. Ja, das sind nur Delfine, ja, nur Delfine, nur die junge Frau oder nur die alte Frau oder so. Das bringt uns nicht weiter. Sondern diejenigen sind erfolgreich oder werden auch als eloquent und differenziert wahrgenommen und als faire Verhandlungspartner, gute Redner, die in der Lage sind, mehrere Perspektiven irgendwo einzunehmen. Das heißt nicht, dass ich mein Fähnchen nach dem Winde hänge und immer sage, ja, Sie haben recht, Sie haben recht und jedem irgendwie beipflichte oder so, egal was er sagt. Das ist natürlich nicht gemeint. Aber es ist gemeint, dass ich versuche, den Punkt des anderen irgendwo nachzuvollziehen. Gut, machen wir weiter, sonst rede ich hier 1000 Stunden über diese Folie. Und da kann ich natürlich auch 1000 Stunden drüber reden. Ich bin großer Fan der amerikanischen Präsidentschaftsdebatten. Ich weiß nicht, ob Sie das auch sind. Ich gucke die also jedes Mal. Es sind nicht nur eine Debatte, es sind ja mehrere Fernsehdebatten, die übertragen werden. Und in einer berühmten Townhall-Debate, Townhall ist ein besonderes Format, 1992, das Format gibt es also immer noch. Der Präsidentschaftskandidaten Bill Clinton versus George W. Bush, wie gesagt 1992, war also so ein Townhall-Meeting. Und in diesem Townhall-Meeting, das findet gewöhnlich an einer Universität statt, haben normale Menschen, so wie Sie und ich, die Möglichkeit, dem Präsidenten und dem Herausforderer, also hier Bill Clinton, Fragen zu stellen. Und da war ein Steelworker, ein Stahlarbeiter, der hat seinen Job verloren aufgrund von strukturellen Problemen in der Region. Und der fragte dann den Präsidenten, Mr. President, ich habe hier meinen Job verloren. Was würden Sie tun, wenn Sie wiedergewählt werden als Präsident, um diese strukturellen Probleme in dieser Region zu beheben? Und dann muss man jetzt dazu wissen, bei diesen Townhall-Debates ist es so, auch bei den anderen Formaten, dass die nur eine begrenzte Antwortzeit haben. Und dann gibt es so einen berühmten Satz, Mr. President, 2 minutes. So, dann hat der Präsident halt nur 2 Minuten Zeit, um zu antworten. So, und was tat Bush? Er versuchte die Frage zu beantworten, er schaute aber immer wieder zur Uhr. Sie können das hier auch wunderbar, nicht nur das Foto, sondern Sie können auch die Story nachlesen. Das ist ein ganz, ganz, ganz berühmter geschichtlicher, psychologischer Aspekt hier. Auch das Schwitzen von Nixon zum Beispiel in der Präsidentschaftsdebatte, das ist auch ziemlich berühmt. Das müssen Sie auch mal nachlesen. Er war erkältet, ich meine, deswegen hat er auch irgendwo geschwitzt. Oh, aber das hat keiner so wahrgenommen. Das Entscheidende ist einfach hier, was passierte hier? Bush sah immer wieder zur Uhr und einige Leute nahmen dann wahr, der Präsident hat keine Zeit im wahrsten Sinne des Wortes für die Probleme des einfachen Volkes, des einfachen Mannes, der einfachen Frau von der Straße. Der Präsident interessiert sich nicht dafür, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist das Problem. Das heißt, was passiert? Die Wahrnehmung bedingt die Wirklichkeit. Die Wahrnehmung bedingt die Wirklichkeit. Perception makes reality. Nicht die Wirklichkeit selber. Wer sich philosophisch mal mit sowas beschäftigen will, der liest mal, wie wirklich ist die Wirklichkeit von Watzlawick oder Der Baum der Erkenntnis von Maturana. Das geht ins Philosophische, das ist dann Konstruktivismus, wie wir uns praktisch die Welt so konstruieren, psychologisch gesehen. Hier steht, was wichtig ist. Es ist nicht entscheidend, was wir sagen. Es ist nicht entscheidend, was wir tun. Entscheidend ist nur, wie wahrgenommen wird, was wir sagen und was wir tun. Das ist das Entscheidende. Und das kann ich beeinflussen. Das kann ich beeinflussen. Das ist eine ganz, ganz fundamentale Erkenntnis. Wir denken immer so, Mensch, wir sagen was und wir tun das und so. Ja, aber ich kann sagen, was ich will. Wenn ich mit meiner Frau irgendwie rede und wir sind in einer Diskussion, ja, und ich nehme nebenbei irgendwie eine Zeitung hoch und lese dann so in der Zeitung rum, und dann nimmt sie mich nicht besonders als empathischen Zuhörer wahr. Kann ich zwar sein, ich kann ja vielleicht multitaskingfähig sein, ja, ein Genie da in dieser Hinsicht. Wenn ich aber nicht so rüberkomme, dann nützt mir das nichts, auch wenn ich sage, ja, natürlich höre ich dir zu. Aber dann nützt mir das überhaupt nichts, bringt mich überhaupt nicht weiter. Entscheidend ist nicht, was ich sage. Nochmal, entscheidend ist nicht, dass ich sage, ich höre zu. Entscheidend ist auch nicht, dass ich zuhöre, sondern entscheidend ist immer, wie wahrgenommen wird vom anderen, was ich sage und was ich tue. Und deswegen ist Kommunikation auch so schwierig. Ja? Da reicht so ein Blick zur Uhr und schon sagt jemand zu Ihnen, Mensch, Sie haben keine Zeit für mich. Ja? Sie haben keine Zeit für die Probleme
des einfachen Mannes oder für mich generell, ja. Deswegen ist Kommunikation so schwierig. Also wir können hier allein darüber reden. Deswegen brauchen wir da wirklich eine sehr, sehr gute Sensitivität, viel Empathie. Das kann ich auch nicht lernen, sondern wir haben ja in der Folie letzte Woche auch darüber gesprochen, irgendwie soll und kann man Kommunikation lernen. Ich sage das immer, wie Galileo Galilei gesagt hat. Ja, ich kann Ihnen nichts beibringen, ich will Ihnen das auch nicht beibringen, kann ich gar nicht, das wäre vermessen und so weiter. Ich will Ihnen nur helfen, es in sich selbst zu finden. Was will ich damit sagen? Sie brauchen für gewisse Dinge ein Talent. Jeder hat irgendwo ein Talent. Haben wir letzte Woche schon mal, schreiben Sie es mal kurz in die Comments rein, haben Sie letzte Woche schon mal so ein bisschen gesprochen, was so ein Talent ist, was eine Stärke ist? Haben wir das anhand des Gallup-Institutes besprochen? Hatten wir das? Ich weiß nicht. Sonst führe ich das an dieser Stelle mal kurz ein. Ich mache so ein bisschen Personal Coaching jetzt für Sie. Haben wir darüber gesprochen? Haben wir über Stärken, über Talente irgendwie gesprochen? Habe ich das mit der Metapher mit der Hand gebracht irgendwo? Weiß das jemand? Erinnert das jemand? Nee, habe ich anscheinend nicht gemacht. Habe ich in der englischen Vorlesung gemacht, wahrscheinlich. Keiner schreibt. Yes, no, nein, haben wir nicht gemacht. Okay, cool. Dann bringe ich das hier. Was will ich damit sagen? Also, soll und kann ich Kommunikation lernen? Ich kann jemanden bewusst machen, auch Sie natürlich, jeden, für gewisse Sachen, wie zum Beispiel hier diese kognitive Dissonanz, Affirmationstheorie für gewisse Aspekte. Ich kann aber nicht lernen, ein herausragender Kommunikator zu werden. Das kann ich nicht. Ich kann aber immer lernen, der Beste zu sein, der ich bin. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das versteht. Und das ist gut so, das ist auch nicht schlimm. Weil Einstein hat gesagt, jeder Mensch ist mir in irgendeiner Art und Weise überlegen. Deswegen darf ich niemanden jemals unterschätzen. Sie sind mir überlegen, jeder von Ihnen ist mir überlegen, in irgendeiner Hinsicht, in irgendeinem Aspekt. Ja, wenn es um Kirschkernspucken geht oder Speerwerfen oder schnell laufen oder mit Big Blue Button rumzuspielen oder wenn es um Instagrammable Stories geht, beispielsweise, weiß ich nicht. Und das ist okay und das ist gut so. Deswegen darf ich niemals jemanden unterschätzen, irgendwie looking down at other people. Ja, das darf ich eigentlich nicht tun. Das sollte ich irgendwo nicht tun. Das hat Einstein gesagt und das war ein Genie, der das gesagt hat. Und was will ich damit sagen? Jeder von uns hat Talente und jeder von uns hat Stärken. Und jetzt müssen wir noch mal kurz sagen, jetzt habe ich einen weiten Bogen gespannt, was ist eigentlich eine Stärke? Und dann nehme ich mal die Definition hier des Gallup-Institutes. Ich hoffe, man sieht das jetzt alles. Und die sagen, eine Stärke ist eine Summe, ist eine Formel und die setzt sich zusammen aus Wissen plus Erfahrung plus Talent. Wissen. Ja, ich kann Bücher lesen, ich kann an Webinaren teilnehmen, ich kann Hochschulvorlesungen besuchen. Ja, all das kann ich machen letztendlich. Und ich mache Erfahrungen zwangsläufig. Ne? Über die Jahre mache ich verschiedene Erfahrungen, ich lerne immer wieder dazu. Aber was ich natürlich irgendwo mitbringen muss, ist Talent. Aber jeder ist ja talentiert für irgendwas. Jeder ist ja talentiert. Ich kann aber noch so viele Tennisstunden nehmen. Oder so viele Golfstunden, das spielt überhaupt keine Rolle. Kann 1.000 Stunden buchen, kann die besten Trainer der Welt für mich engagieren. So gut spielen wie Roger Federer werde ich niemals. Oder so gut Fußball spielen wie Cristiano Ronaldo. Das ist unmöglich. Und das ist gut so. Das ist auch nicht schlimm. Dafür kann ich andere Dinge, die Ronaldo nicht kann. Was verrate ich jetzt nicht? Ich habe andere Talente. Und Sie haben auch gewisse Talente. Was will ich damit sagen? Es ist wichtig, dass Sie versuchen, so ein Personal Coaching-Tipp für Sie, versuchen Sie immer, Ihre berufliche Karriere anhand Ihrer Talente auszurichten, wenn möglich. Versuchen Sie, berufliche Herausforderungen zu finden, die möglichst komplementär zu Ihren Talenten sind, zu Ihren Stärken sind. Dann kommt dieser blöde Spruch, dieser Glückskeksspruch. Machen Sie Ihr Hobby idealerweise zu Ihrem Beruf, dann brauchen Sie nie wieder einen Tag in Ihrem Leben zu arbeiten. Das ist das, was ich mache. Ja? Das sage ich immer aus voller Überzeugung, das merkt man, glaube ich, auch, hier vor Ihnen zu sitzen, auch wenn ich Sie leider nicht sehen kann. Aber
ihnen was beizubringen, ihr Potenzial zu entwickeln, zumindest von einigen. Und ich habe viele Leute, die schreiben mir noch nach 8, 9 Jahren und ich lade sie recht herzlich ein, tun Sie das gerne. Vernetzen Sie sich mit mir, schreiben Sie mir nach 5 Jahren, wo Sie sind und wenn Sie Hilfe brauchen. Und das finde ich so toll, wenn Leute nach 5, 6 Jahren mir schreiben und sagen, Mensch, da habe ich was mitgenommen und ich habe jetzt ein Executive Assessment Center bei Beiersdorf. Können Sie mich dafür mal coachen oder so? Dann mache ich das natürlich, dann nehme ich mir dafür Zeit und das macht einfach Spaß. Und deswegen ist das, was ich mache, mein Beruf ist meine Berufung. Dazu nochmal eine pathetische Geschichte. Als Herbert von Karajan, ich weiß nicht, ich dachte, ich hätte die Geschichte irgendwie schon erzählt. Habe ich die Geschichte mit Karajan erzählt? Haut das mal schnell in die Chatfunktion irgendwie rein. Habe ich das mit dem Karajan erzählt? Karajan, ein wichtiger Komponist, ein wichtiger Dirigent. Keiner schreibt irgendwie was, deswegen weiß ich nicht. Deswegen erzähle ich es zur Not nochmal irgendwie. Ich weiß es nicht. Das gehört zu meinem Berufsbild irgendwie mit dazu, dass ich unter Alzheimer leide. So ein bisschen, ein Stück weit. Nee, habe ich nicht erzählt. Dann erzähle ich es kurz. Eine coole Geschichte. Habe ich live mitbekommen. Fuhr im Radio, fuhr im Auto, Deutschlandradio gehört, und von Karajan wurde interviewt. Er ist ja schon lange tot. Und damals ging es dann etwa so, ja, Maestro, vielen Dank, dass Sie die Zeit für das Interview hier nehmen mit uns im Deutschlandfunk oder Deutschlandradio war das. Sie waren ja gerade im Urlaub in der Karibik, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt. Und wie war es denn? Ne? Haben Sie schönes Wetter gehabt? Konnten sich gut erholen? Ne? Und er sprang so halb durchs Radio praktisch durch. Man könnte es so hören, so furchtbar, schrecklich. Wie können Sie so? Ich dachte, das wird ein seriöses Interview. Wie können Sie so eine impertinente, ignorante Frage stellen? Ich konnte überhaupt nicht arbeiten. Und die Moderatorin total irgendwie eingeschüchtert und sagte, oh, verehrter Maestro, Herr von Karajan, entschuldigen Sie bitte, aber deswegen fahren wir doch in Urlaub, ne? Ja, gerade um nicht zu arbeiten, um auf andere Gedanken zu kommen, um zu relaxen, um zu schlafen, um zu faulenzen. Ja, doch nicht, um zu arbeiten, ne? Und dann wurde er pathetisch, ich gebe es zu, aber trotzdem, ich habe das in meinem Buch über Karrieremanagement, den Karajan-Faktor genannt. Dann sagte er, was Sie hier machen, meine Liebe, mich zu interviewen, ja, das ist ein Job für Sie. Was ich mache, das ist nicht besser, aber mein Beruf, das Dirigieren, ja, wenn Sie mir den Dirigentenstab hier wegnehmen, das ist so, als ob Sie einer Blume das Wasser entziehen, dann gehe ich ein, wie so eine Blume in der Wüste, ja. Mein Beruf ist meine Berufung und das nannte ich den Karajan-Faktor. Und der Karajan-Faktor misst halt, wie hoch ist die emotionale Bindung, die jemand hat an das, was er tut, an seinen Job, an seinen Beruf, ja. Wie sehr brennt er dafür? Weil ich erzähle noch eine Story. Ich bin hier heute der Märchenonkel, aber ich mag diese Geschichten, weil dieses Storytelling, das nutzen wir auch im Marketing. Das ist immer, sowas merkt man sich irgendwo. Vielleicht kognitive Dissonanz vergisst man, aber solche Stories merkt man sich. Kumpel von mir, Joe, viele Grüße, Joe. Joe Noweski, Kumpel von mir bei der Shell, hat viele, viele Jahre für die Shell gearbeitet, hatte einen guten Job und sagt, naja, eigentlich, ja, hier, das ist okay, ich verdiene gutes Geld, aber irgendwie. Das ist nicht komplementär zu meinen Stärken. Irgendwie so richtig Spaß macht mir das auch nicht, ja. Ich arbeite, um zu leben. Ich lebe ja nicht, um zu arbeiten. Warum eigentlich nicht? Und er war immer ein guter Fotograf. Er war auch sehr sportlich interessiert, war so ein Fußballfanatic. Und der Joe, ich muss ihn unbedingt verlinken, damit er sich das Video anguckt. Und Joe hat dann irgendwann gekündigt und hat sich selbstständig gemacht und wurde Sportfotograf. Und jedes Wochenende ist er dann bei den Fußballspielen. Jetzt sind die auch ausgesetzt. Okay, mal sehen, was er jetzt macht, was er jetzt fotografiert. Muss ich mal gucken. Und jedes Wochenende ist er dann bei den Spielen, hat dann die Spiele angeschaut, hat dann Fotografien gemacht und hat das verkauft an Zeitungen, an Nachrichtensender und so weiter und so fort. Und der hat im Prinzip 99,9% Karajan-Faktor, würde ich mal einfach sagen. Ja? Der empfindet das nicht als Arbeit, das ist für den Fun, was der macht. Genau wie ich das hier zu Ihnen sprechen, irgendwie als Fun empfinde. Das macht mir einfach Spaß. Und das ist mein Rat an Sie. Sie werden herausragend, völlig unabhängig von Kommunikation, Sie können herausragendes erreichen, über sich hinauswachsen, wenn Sie Ihre Aufgaben, Ihre berufliche Orientierung an Ihren Talenten festmachen. Gucken Sie danach, wo haben Sie eine Stärke, wo haben Sie ein Talent? Immer, wenn Sie das tun, wachsen Menschen über sich hinaus. Und noch eine Geschichte in dem Zusammenhang. Noch eine Story. Alle großen Menschen,
die viel erreicht haben, ob das jetzt Forscher sind, Wissenschaftler sind oder Sportler sind oder Schauspieler sind, das spielt letztendlich überhaupt keine Rolle. Aber all diese Menschen sind deshalb groß geworden, nicht nur weil sie irgendwo talentiert sind, sondern weil sie immer auch auf diese Talente abgestellt haben, auf ihre individuellen Stärken. Stärken, Stärken, ja. Auf Schwächen gucke ich nicht. Ich gucke, Schwächen sind nicht so interessant. Ich habe das mal mitgenommen vom Vizepräsidenten von Shell, viele Grüße, HR, der hat gesagt, ein Mensch ist wie eine Hand mit Stärken, Schwächen, Stärken, Schwächen, Stärken, Schwächen, ja. Die Stärken sind die Finger und die Zwischenräume hier, das sind die Schwächen, die ich habe. Ihr guckt immer nur darauf, irgendwie, was ihr nicht könnt. Viele Menschen gucken einfach drauf, was sie nicht können. Dann machen sie Seminare und versuchen da irgendwie besser zu werden. Das ist der falsche Ansatz. Guck nicht darauf, was du nicht kannst. Versuch nicht, dass dir hier irgendwie Finger wachsen. Das ist eher kontraproduktiv, ja. Versuch lieber, dass du längere Finger kriegst, weil wenn du das tust, organisationspsychologisch, und deswegen liebe ich das Bild, ja, gibt es Menschen, deren Stärken sind komplementär zu deinen Schwächen. Das ist doch wunderbar, eine wunderbare Analogie, eine wunderbare Story. Und so sollten Sie das auch sehen. Jetzt ein Beispiel aus dem Sport. Was konnte die Steffi gut? Wer weiß das? Wer ist gut im Sport? Okay, ist vor ihrer Zeit gewesen, aber Steffi ist immer noch für alle im Begriff. Tennis, ja, aber jetzt ein bisschen genauer. Wer weiß das ganz genau? Das ist zu einfach. Die war nicht einfach talentiert fürs Tennisspielen. Was konnte sie gut beim Tennis? Konnte sie alles beim Tennis gleich gut? Nee, das stimmt nämlich nicht. Das können Sie übrigens nachlesen. Über Steffi Graf. Okay, nehmen wir mal was Moderneres. Magdalena Neuner, wer ist das? Magdalena, wer ist das? Magdalena Neuner, was hat die gemacht? Weiß es keiner? Echt keiner der Teilnehmer weiß, kennt Magdalena Neuner? Ach so, jetzt kommt's hier. Aha, Jenny, starke Vorhand. Okay, was war eine Schwäche von Steffi? Was war eine Schwäche von der Steffi? Können Sie nachlesen? Na, dreimal dürfen Sie raten, wenn die Vorhand stark war. Die Rückhand. Und zwar hat sie die Rückhand häufig umlaufen. Die stärker war die Vorhand und die Beinarbeit. So, und wenn der Ball auf die Rückhand kam beim Tennis, dann, was eine absolute Schwäche war, sie konnte die Rückhand nicht gut Topspin spielen. Sie hat die gesliced ganz häufig oder sie hat die Beinarbeit, die Stärke genutzt, um die Rückhand zu umlaufen, um diese gute Vorhand zu spielen. Magdalena Neuner war übrigens Olympiasiegerin im Biathlon, mehrfache. Und was konnte die gut? Jetzt sagt man wieder Biathlon. Dann sage ich wieder, ah, danke fürs Mitspielen, stimmt gar nicht. Man muss genauer sein, sie konnte gut Skifahren, sie konnte gut laufen, das Schießen konnte sie nicht. Das Schießen gehört zum Skifahren dazu, das können Sie nachlesen bei Magdalena Neuner. So, jetzt aber das Interessante, wie sah deren Trainingsprogramm aus? Have a guess. Weiß das jemand? Wie sehr, ich meine, eigentlich wäre der Ansatz, dass man sagt, okay, hey, Steffi, mein Gott, kann die immer noch keine Rückhand spielen oder so? Dann lass die Ballmaschine da 6 Stunden lang auf die Rückhand gehen, bis die endlich das begreift, bis die endlich mal eine gute Rückhand spielen kann, Topspin. Oder die Magdalena Neuner, lass die nur rumballern oder so. Vergiss das Schießen, das kann die ja. Das Gegenteil ist der Fall. Also, 90%, über 90% des Trainingsprogramms von Magdalena Neuner sah so aus, dass die Magdalena Neuner gelaufen ist. Ja, Skifahren noch, genau, das Skifahren hat sie noch verbessert. Darauf hat sie aufgebaut. Skifahren verbessern, um so gut zu sein, das andere auszugleichen. Das ist der richtige Ansatz. Das ist der richtige Ansatz. Und das ist eine tolle Story. Und das Interessante ist, das ist über die Kategorien hinweg. Das gilt für mich als Wissenschaftler, das gilt für Sie als Studierende oder nachher als Berufstätige oder Sportler oder Fotografen oder was auch immer, ja, gilt es genau genommen, wie zum Beispiel für Literaten, für Autoren. Nehmen Sie Hemingway. Hemingway gewann den Nobelpreis für den alten Mann und das Meer. Ein Buch, welches zugegebenermaßen, das hat er selbst geschrieben, auch gesagt hat, nicht zu seinen besten Werken gehört. Er hat es abgelehnt. Er hat diese ganzen Romane, die er geschrieben hat, hat er abgelehnt. Auch die Verfilmung der Romane, Snows on the Kilimanjaro oder so beispielsweise, For Whom the Bell Tolls oder so, das fand er alles furchtbar. Er hat selbst gesagt, ein Originalzitat von ihm, ja, ich bin auf den kurzen Strecken, da bin ich gut, wie Edgar Allan Poe, bei den Sprints, da bin ich gut. Und in fact,
Also wirklich war es so, bei den Short Stories, wenn Sie das mal lesen, das ist nicht so populär, aber die Nick Adams Stories und so, da war er gut bei den Short Stories. Da war er Weltklasse. Und wann immer er versucht hat, irgendwelche anderen Sachen zu machen, auch in seinem Kompetenzrahmen als Autor, ja, ich will nicht sagen, er hat versagt, aber da war die Brillanz weg. Da war sie nicht da. Das heißt, immer nur, wenn er sich wirklich auf seine Stärke besonnen hat und die betraf diesen Short-Story-Bereich oder so, da ist er über sich hinausgewachsen. Paradoxerweise, wie gesagt, gewann er den Nobelpreis für den alten Mann und das Meer. Und das möchte ich Ihnen nochmal mitgeben oder so. Versuchen Sie hier in sich selbst reinzuhorchen. Ich bin jetzt nicht esoterisch oder so, sondern das ist ein gut gemeinter Rat. Denken Sie an den Joe. Wie gesagt, der möchte nie wieder was anderes machen. Nie wieder was anderes, auch wenn er ein bisschen weniger Geld irgendwo verdient oder so. Aber der ist irgendwie voll dabei. Und googeln Sie das mal. Wir werden es zu späterer Stelle ja auch nochmal besprechen. Ich kann natürlich auch hingehen, aber das will ich jetzt nicht machen. Ich will es jetzt nicht unterbrechen. Aber da kann man sehen, dass die Zahlen für Deutschland sehr, sehr schwach sind. Also die meisten Leute haben unglücklicherweise wirklich nur diesen, ich sage nicht 9-to-5-Job, aber diese geringe emotionale Bindung, wo sie sagen: Mensch, ja, ist egal. Ja, ich habe das und das studiert und ob ich jetzt für den Autobauer arbeite oder für den Autobauer, ist mir letztendlich eigentlich egal. Ich kann auch für ein ganz anderes Unternehmen arbeiten. Hauptsache, ich kann mich da irgendwie verwirklichen und ich verdiene da genug Geld. Das ist irgendwie ein bisschen schade. Denken Sie hier an den Karajan-Faktor. Gut. So, Axiome der Kommunikation nach Watzlawick. Watzlawick kennen wir ja. Ich meine, der ist bekannt, der ist schon in den allgemeinen Sprachgebrauch irgendwie eingegangen. Hier ist er. Der Watzlawick ist vor. Ich mache mal das Fenster hier rein, so, das kann man auch sehen. Watzlawick, 1921 bis 2007 hat er gelebt, also vor gerade mal so 13 Jahren ist er gestorben, also noch nicht so lange her. Und Watzlawick ist ein ganz, ganz berühmter Sprachwissenschaftler, Kommunikationswissenschaftler gewesen, der verschiedene Axiome aufgestellt hat zur Kommunikation. Fünf sind es insgesamt. Das erste ist das bekannteste. Man kann nicht nicht kommunizieren. Sobald zwei Menschen miteinander zusammenkommen oder drei oder vier, auch wenn sie gar nicht reden miteinander, wird kommuniziert. Weil kommt natürlich zur verbalen Kommunikation auch die nonverbale Kommunikation dazu, das ist natürlich jedem klar. Also, jedes Verhalten ist immer Kommunikation. Ich kann nicht nicht kommunizieren. Verhalten hat kein Gegenteil. Das heißt, ich verhalte mich ja immer irgendwie. Auch wenn ich still sitze, verhalte ich mich ja irgendwie. Auch das ist ja ein Verhalten. Das heißt, wir kommunizieren verbal. Nonverbal, teilweise auch unbewusst. Und das ist eine entscheidende Erkenntnis. Und diese nonverbale Kommunikation, die ist sogar sehr, sehr wichtig. Jede Kommunikation, sagt Watzlawick, hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt, wobei der Letztere den Ersteren bestimmt. Das heißt, das, was ich sage auf der Sachebene, ist eigentlich nicht so entscheidend, sondern viel entscheidender ist, das haben wir ja schon herausgearbeitet, wie das, was ich sage beim anderen ankommt, wie das wahrgenommen wird letztendlich. Jede Kommunikation enthält also über den reinen Inhaltsaspekt hinausgehend einen Hinweis, wie der Sender seine Botschaft verstanden haben will oder wie die Beziehung zum Empfänger aussieht oder auch vom Empfänger, Rezipienten wahrgenommen wird. Das ist der Beziehungsaspekt. Ja, der Beziehungsaspekt bestimmt aber, wie der Inhalt zu interpretieren ist oder wie der Inhalt vom Rezipienten, vom Empfänger wahrgenommen wird. Ein wunderbares Bild, die anderen Axiome sind für uns jetzt nicht so schrecklich spannend, ist diese Analogie, die man genommen hat in der Kommunikationswissenschaft zum Eisberg. Das Eisbergmodell der Kommunikation. Das Eisbergmodell der Kommunikation basiert auf den Erkenntnissen von Watzlawick, indem es hier diese zwei Ebenen hat. Einmal die reine Inhaltsebene und dann die Beziehungsebene, wie etwas gesagt wird, das Beziehung, wie ich zu jemandem stehe. Das Eisbergmodell der Kommunikation veranschaulicht also diese Diskrepanz sozusagen auch. 80% aller Entscheidungen werden auf der Beziehungsebene und nicht auf der Sachebene getroffen. Das ist interessant. Warum ist es so? Weil wir sind chronisch empfindlich sozusagen auf der Beziehungsebene. Unabhängig davon, ob wir in der Beziehung sind oder nicht. Und da zeige ich mal ganz kurz am Whiteboard nochmal, warum dieses Modell so schön ist. Also, wenn man jetzt hier zwei Eisberge hat, so, dann ist das hier die Sachebene und das ist die Beziehungsebene.
Aber wo treffen die beiden Eisberge zuerst aufeinander? Naja, unterhalb der Wasseroberfläche. Das ist das Entscheidende, unterhalb der Wasseroberfläche. Nicht auf der Sachebene. Auf der Sachebene ist das immer, ja, lassen Sie uns sachlich bleiben und so weiter. Was eigentlich viel entscheidender ist, ist immer, wie wird etwas vom Rezipienten, wie wird etwas vom anderen auf der Beziehungsebene wahrgenommen? Einer der maßgeblichsten Wissenschaftler in Sachen Kommunikation ist der deutsche Professor und Psychologe, Professor Dr. Schulz von Friedemann Schulz von Thun, bei dem ich noch persönlich Vorlesungen hören durfte an der Universität von Hamburg, weil ich habe ja in Hamburg nicht nur BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing, sondern auch Schwerpunkt Psychologie. Und der Schulz von Thun hat ein berühmtes Kommunikationsmodell entwickelt. Das nennt man Kommunikationsquadrat nach Schulz von Thun oder Kommunikationsmodell oder Vier-Schnäbel, Vier-Ohren-Modell. Je nachdem, da gibt es verschiedene Ansätze, das eben zu klassifizieren. So, und Schulz von Thun sagt, in jeder Kommunikation stecken immer vier Botschaften. Immer, ob ich will oder nicht. Also ich spreche immer mit vier Schnäbeln, wenn man so will. Einmal die Sachinformationen. Das ist im Prinzip das, was Watzlawick sagt. Also ich habe jetzt, wenn ich will, kann ich jetzt hier auch dieses Eisbergmodell reinmalen, wo mit der Sachebene und der Beziehungsebene. Der Beziehungshinweis, was ich vom anderen halte, wie ich zum anderen stehe. Selbstkundgabe. Schulz von Thun sagt, jede Nachricht ist immer auch eine Kostprobe der Persönlichkeit und Appellfunktion. Was will ich beim anderen erreichen? Das sind so die vier Ebenen. Hier sehen wir ihn. Schulz von Thun, 44 geboren, hat drei herausragende Bücher geschrieben, hat mehrere Bücher geschrieben, aber drei sehr bekannte Bücher geschrieben, die auch im Literaturverzeichnis angegeben sind, Miteinander reden. Wie gesagt, auf der Sachebene des Gespräches steht immer die Sachinformation im Vordergrund. ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Ja? Da geht es also immer darum, das Wahrheitskriterium, wahr oder unwahr, zum anderen das Kriterium der Relevanz zu eruieren. Also sind die aufgeführten Sachverhalte für das anstehende Thema interessant, relevant, nicht relevant. Ja. Für den Sender gilt es also, den Sachverhalt immer klar verständlich zu vermitteln. Aber das Problem ist gar nicht in der Kommunikation, das Problem ist eigentlich nie auf der Sachebene, das Problem ist nie da, dass das dann Diskrepanz irgendwo gibt, das ist selten der Fall, sondern eher zugrunde liegenden Ebenen, in der Beziehungsebene. Selbstkundgabe, hatten wir gerade gesagt, wie ich über jemanden spreche oder wie ich mit jemanden spreche, in welchem Tonfall, mit welcher Gestik, Mimik und welche Wörter ich da benutze, das sagt natürlich etwas auch aus, wie ich zu jemandem stehe. Wenn ich mich jetzt über einen Kollegen äußere, wenn ich mich über Donald Trump äußere, wenn ich mich über Angela Merkel äußere, inwieweit ich jetzt kommentiere ihre Ansprache oder Donald Trumps Wahlkampf oder den von Emmanuel Macron oder irgendwelche Reden, die er gehalten hat. Das zeigt natürlich auch immer, wie ich zu ihm stehe. Das heißt, jeder Umstand macht jede Nachricht zu einer Kostprobe der Persönlichkeit. Das ist ganz wichtig. Das ist das, was Schulz von Thun hier herausgearbeitet hat. Während der Sender also mit dem Selbstkundgabeschnabel, ob ich will oder nicht, deswegen steht es hier, implizit oder explizit, Informationen über sich preisgibt, nimmt der Empfänger immer mit dem Selbstkundgabeohr auf, was sagt mir das über den anderen? Was lerne ich jetzt über Marc-Oliver Opresnik? Was lerne ich über Donald Trump? Was lerne ich über XYZ oder über die und die Partei? Beziehungsseite. Haben wir gerade gesagt schon, das steckt im Eisbergmodell drin. Ob ich will oder nicht, wann immer ich mit jemandem spreche, gebe ich durch Formulierung und Tonfall, Begleitmimik auch zu erkennen, wie ich zum anderen stehe. Ja? Das heißt, was ich von dem anderen halte. In jeder Äußerung steckt somit auch nicht nur ein Selbstkundgabe, Aspekt, sondern auch ein Beziehungshinweis, für den der Empfänger immer, immer ein besonders überempfindliches Beziehungsohr besitzt. Also, Schulz von Thun sprach einmal dafür, dass wir chronische Entzündungen haben. Wir sind chronisch entzündet auf diesem Beziehungsohr. Wir sind da manchmal hypersensibel. Denken Sie mal an den Blick zur Uhr irgendwie. Ja, Mist, der Präsident hat keine Zeit für die Fragen des einfachen Volkes. Kann man jetzt auch als übersensibel irgendwie betrachten. Das spielt letztendlich keine Rolle. Appellseite,
wenn jemand das Wort ergreift oder es an jemanden richtet, will er natürlich auch irgendwas erreichen. Ich will den anderen irgendwie motivieren und ich will, dass der andere irgendwas tut, ein Fenster öffnet oder eine Klausur schreibt oder was auch immer. Ja, offen oder verdeckt geht es auf dieser Ebene um Wünsche, Appelle, Ratschläge, Effekte etc. Das Appellohr ist folglich besonders empfangsbereit für die Frage, was soll ich jetzt machen, denken, fühlen. Und das kann in diesem erweiterten Kommunikationsmodell, wir hatten ja das Einfache schon besprochen, visualisiert werden. Ich habe hier also den Sender, der also jetzt nicht nur wie im Eisbergmodell einen Sachinhalt hat, eine Beziehungsebene hat in der Botschaft, sondern auch eine Kostprobe der Persönlichkeit offenbart, also etwas über sich selbst artikuliert, ob jetzt implizit oder explizit, spielt keine Rolle, und etwas erreichen möchte beim Empfänger. Und der Empfänger hört auch immer, ob ich will oder nicht, hört auch immer mit vier Ohren zu. Das heißt, einmal hier auf der Selbstoffenbarungsebene, was ist das für einer? Was ist mit ihm? Was sagt mir das über ihn? Wie redet der mit mir? Wen glaubt er vor sich zu haben? Zum Beispiel, das kann hier auf der Beziehungsebene wahrgenommen werden. Ja? Ist jetzt hier negativ konnotiert. Wie ist der Sachverhalt zu verstehen? Das ist die Sachinhaltsebene, ja, rein neutral. Und hier Appell, was soll ich tun, denken, fühlen aufgrund seiner Meinung? Schulz von Thun gibt uns ein berühmtes Beispiel, wo ein Mann und eine Frau, ist nicht so ganz so sauber zu erkennen, aber hier links soll der Mann sein und das soll die Frau sein, miteinander reden. Und Schulz von Thun schreibt leider nicht, in welchem Tonfall der Mann mit der Frau redet oder die Frau auch antwortet, aber er stellt die Frage, was ist das Grüne in der Soße? Und die Frau repliziert, mein Gott, wenn es dir hier nicht schmeckt, kannst du woanders essen gehen. Ein berühmtes Beispiel von Schulz von Thun. Jetzt ist interessant, hier unter der Lupe sich das Gespräch anzuschauen. Auf der Sachebene haben wir keine Diskrepanz, da ist was Grünes in der Suppe. Da ist was Grünes, das ist die Sachebene. Kein Problem, keine Störung auf der Sachebene. So, jetzt sagt er, sag mir, was es ist, das möchte er ja wissen. Er stellt ja eine Frage. So, sie fasst aber auf, lass das nächste Mal das Grüne weg. Nicht lass es weg, sondern lass das, also sag mir, was es ist, sondern lass das Grüne weg. Ne? Ich mache das irgendwie nicht. Ne? Er sagt, auf der Selbst aus sich. Von sich selbst aus betrachtet, denken Sie wieder an dieses Cartoon mit der 6 und der 9. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, das ist die Selbstoffenbarung. Sie aber nimmt es wahr, mir schmeckt das nicht. Er sagt auf der Beziehungsebene, du wirst es wissen. Und sie nimmt es so wahr, du bist eine miese Köchin. Deswegen ist Kommunikation so schwierig. Deswegen ist Kommunikation so schwierig, weil einfach jede Nachricht immer verschiedene Ebenen hat, sehr, sehr viele Elemente irgendwo dazukommen, verbale, nonverbale, Mimik, Gestik und so weiter und so fort. Und das Kommunikation sehr, sehr schwer macht. Es ist ganz, ganz häufig so, dass also eine Nachricht anders rezipiert wird, aufgenommen wird, als sie intendiert war. Ein anderes Beispiel von Schulz von Thun, ganz klassisch. Er gibt das Beispiel, ich mache das nicht, irgendwie nicht, dass mir das noch unterstellt wird, aber Mann und Frau sitzen im Auto, Frau fährt den Wagen. So, und der Mann sagt, die Ampel ist grün. Das ist das Beispiel, was Schulz von Thun gibt. So, jetzt wird hier empfangen von der Frau nach Schulz von Thun auf der Sachebene, haben wir wieder keinerlei Diskrepanz irgendwo. Die Ampel steht auf grün. Aber hier, als Selbstoffenbarungsebene, nimmt sie wahr, ich habe es eilig, Mensch, drück auf die Tube, hast es nicht gesehen, ja, auf der Beziehungsebene, Mensch, du passt nicht auf, Appell, fahr schneller, gib mal ein bisschen Gas. Das heißt, wir haben im Prinzip immer, sagt Schulz von Thun, wie bei den Delfinen und bei der Frau oder wie beim Eisbergmodell, wir haben immer die freie Auswahl, was wir hören wollen, welche Seite der Mitteilung wir für wichtig halten. Wir hören immer alles. Wir hören immer alle vier Aspekte. Aber was entscheidend ist immer die Beziehungsebene. Die Beziehungsebene entscheidet, ja. Die Ampel ist auf grün. Das ist völlig irrelevant. Das ist völlig irrelevant, was ich letztendlich sage. Ich kann auch sagen, irgendwie die Drossel hat schön gesungen oder so. Das spielt letztendlich keine Rolle. Entscheidend ist immer, was kommt auf der Beziehungsebene an? Was kommt in? Weil die Reaktion des Empfängers hängt immer nur davon ab, nicht vorwiegend, sie hängt fast ausschließlich davon ab,
welche Signale auf der Beziehungsebene bei ihm ankommen. Weil das im Prinzip die Ebene ist, wo ich so ein überempfindliches Ohr habe. Das ist die Ebene, wo die Eisberge zunächst mal aufeinander prallen. Unterhalb der Wasseroberfläche, nicht oben, sondern unterhalb der Wasseroberfläche. Und das ist die große Herausforderung. Und wenn man Talent dafür hat, das gut zu eruieren, da empathischer Zuhörer zu sein, ein guter Redner zu sein, sich gut auf den anderen einstellen kann, Rapport aufbauen kann, dann kann man letztendlich alles erreichen. Da kann man im Prinzip auch gut Menschen führen. Dann kann man Menschen für gewisse Sachverhalte auch begeistern, wo sie vorher vielleicht gesagt haben: Ach Mensch, ja komm, hör mal auf damit oder so. Ich will damit nichts zu tun haben. Gut. Dann enden wir mal an dieser Stelle. Ich beende jetzt an dieser Stelle wieder meine Aufnahmen, um die Sache nicht zu lange werden zu lassen. Bin aber gerne noch eine halbe Stunde irgendwie für Sie da, um Fragen zu beantworten. Danke Ihnen aber an dieser Stelle erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn wir uns dann nächste Woche wieder zur gewohnten Zeit wiedersehen würden. 16:15 Uhr. Jetzt muss ich selbst mal auf die Uhr gucken. 16:15 Uhr ist die normale Zeit. Und ja, danke erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und bis dann.